So. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale und sind mal wieder alleine hier am Stüssel und schnappen uns jetzt hier hoffentlich direkt ein Auto oder so. Weil sonst haben wir ein Problem. Steht da ein Auto? Da steht ein Polizeiauto, okay. Das nehmen wir dann auch, fahren direkt runter. Und gucken nochmal. Dem. Ihr seht schon, hier landen mega viele direkt. Auto kurz locken und wegfahren. Das ist so erstmal die Devise Nummer 1. Dann mal schauen, was geht. Wohin fahren wir denn? Ne? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich habe Ahnung. Zum Dorf bei F8 oder wo das ist. Wo auch manchmal noch Autos rumstehen und sowas. In der Hoffnung, da ist keiner gelandet. Und wie macht das Auto komische Klickgeräusche, oder meine ich das nur? So. Hä? Ah, ich weiß, wo ich auch hinfahren kann. Da fahre ich zuerst hin. Da ist bestimmt noch nichts los. Alter. Ja, hier war fehlerhaft hinzufahren. Das war echt fail. Da wollte ich nicht hin, aber jetzt bin ich einmal im Wasser. Jetzt muss ich hier auch wieder runterkommen. Hier ist die Insel, da müssen wir hier schnell rüber. Nach Möglichkeit umgesehen. Hier, die Häuser lassen wir mal in Ruhe. Hier werden Leute sein, garantiert. Wir fahren jetzt direkt hier hoch. Da oben sind nämlich auch so Wohnhäuser. Und da fahren wir auch hin. Das Haus hier lassen wir auch mal in Ruhe noch. Das sollen die sich alles ruhig schnappen, mir egal. Da oben die Häuser dürfen die nur nicht kriegen. Das ist das Wichtige. Hier kann ich auch mal die Sirene ein bisschen anmachen. Was ist auf J eigentlich? Okay, auf J sollen noch Hupen kommen, aber ich weiß nicht, ist noch nicht implementiert ins Spiel. Hier steht auch noch der Jeep. Steht hier vorne auch ein Pickup. Nein, steht hier nicht. Dann nehmen wir mal kurz zack. 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 Komm schon. So. Ich hab nix, Freunde. Ich muss jetzt alles sammeln. Deswegen habe ich auch gerade die Sachen wieder ins Auto gelegt. Der Helm bringt eh nix. Hier ein guter Rucksack. Ja, gut in Anführungsstrichen, aber ein Rucksack. Den lag, glaube ich. Nee, auch eine Pistole nur. Dann gehen wir direkt ein Haus weiter gucken. Dim. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum hat der Typ nicht das Polizeiauto genommen, sondern den Jeep. Das ist ganz einfach, Freunde. Das Polizeiauto sieht man mehr. Das hat gar nicht irgendwelche anderen Gründe, das sieht man einfach mehr. Und das nervt mich und deswegen, ich will ja nicht, dass ich da offen für alle bin quasi. Dass die ankommen können und mich einfach so töten. Sondern ich will schön unsichtbar sein quasi, nach Möglichkeit. Ah, hier liegt eine Shotgun. Nice, immerhin etwas. Und eine Shotgun ist mit Auto in Verbindung auch gar nicht so schlecht. Was ist das für ein Rucksack hier? Blue Backpack. Ciao. Hier liegt auch ein guter Helm. Was war das für ein Rucksack? Orange. Zack. Hier liegt auch noch Müll. Okay. Liegt hier vielleicht noch was? Nein. Was für ein Backpack? Okay, den nehmen wir. Lag da noch was? Nein. Okay. Dann das letzte Haus hier. Mann, ich habe noch nichts gefunden. Das ist ein bisschen schade. Also außer die Shotgun jetzt. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß, wo ich jetzt hinfahre.
Nehmen wir den. Okay, ja, da kann ich noch hinfahren, ganz entspannt. Bin ja gleich schon da zur Tankstelle drüben, an der Kurve da. Fahre ich jetzt noch. Plapp. Da sind so ein paar Häuser, die kann ich noch looten. Und dann muss ich auch los irgendwann. Nach Norden dann weiter, aber jetzt erstmal passt es noch alles, alles gut. Da unten steht noch ein Pickup, den lassen wir jetzt aber da stehen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, woher wusste der, dass das ein Pickup ist? Das weiß ich einfach, weil der da immer steht. Und sonst steht da halt kein Auto. Es gibt so bestimmte Autospawns. Und hier war halt der Pickup. Eigentlich größtenteils sind Pickups die Autospawns. Steht da vorne noch einer? Weiß ich gerade nicht. Könnte sein. Hier die Autospawns kenne ich nicht so genau. Das ist jetzt ein kaputter. Also voll zerstört. Da vorne dann auch, glaube ich. Ja. Die nächste Tanke kommt gleich. Können wir eigentlich schon mal hier links fahren. In der Hoffnung, wir schrotten das Auto nicht. Aber hier sind die Häuser. Und dann gucken wir mal hier, ob hier auch Loot ist, ne? Eigentlich gab es hier immer mal eine Shotgun irgendwo. Ah, das ist eine normale Piste. Nix, nix, nix. Da ist auch nix. Hier. Auch nix. Ist hier vielleicht. Nee. Schade. Jetzt muss ich hier außen rumlaufen, weil diese Zäune haben die verbessert, glaube ich. Man kommt da nicht mehr einfach so rüber. Früher konnte man da immer so schräg springen, dann war man drüber. Das war alles kein Thema. Geht heute leider nicht mehr. Hier liegt nix. Hier liegt nix. Rucksack habe ich schon. Nix. Da liegt eine AR. Nice. Muss ich mir mal merken. Nix, nix. Okay, AR. Die hätte ich fast übersehen, natürlich wieder. Man kennt ja den Stefan, ne? Nix und nix. Okay. Ganz linke Haus noch. Da fahren wir mit dem Auto direkt vorbei. Dim-di-dim. Ah, muss ich echt Sparkplugs wieder reinmachen? Zack, zack. First Aid Kit nehmen wir noch mit, klar. Noch eine AR nehmen wir natürlich auch mit. Da liegt noch ein First Aid Kit auch. Oder zwei, ja, zwei. Race Pack. Noch eine AR. Dann nehmen wir nur die Moon mit. Das war ein lohnenswertes Haus. Wäre jetzt noch nicht hier AK gewesen, das wäre besser gewesen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Fahren wir mal noch zu dem Haus hier. Schade, steht kein Auto da vorne, wie es aussieht. Gucken wir mal hier noch schnell. Was sind das für Schuhe? Workboots brauchen wir nicht. Da liegt noch ein First Aid Kit. Nix. Da hinten liegt eine Shotgun, das sehe ich hier von hier schon. Hinterm Auto. Da guckt aber auch nie einer. Also ich habe da glaube ich noch nie geguckt. In der ganzen Zeit, wo ich HNZ ein Spiel First Aid Kit liegt hier nicht mehr. Okay. Dann geht's weiter, Freunde. Hab jetzt ein bisschen gefährlich gelebt, hab einfach das Auto da so stehen lassen, offen. Oh, das war auch ein bisschen gefährlich zur Seite zu gucken, während man schon fährt. Aber Auto steht hier keins, also können wir abdüsen. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eins. Da hinter dem Wohnwagen da vorne vielleicht rechts. Müssen wir mal gucken. Als hätte ich's gesagt, Freunde. Nennt mich den King der Autos. Ich weiß immer, wo die Autos stehen. Ah ja. Dann stehen an der Kirche, glaube ich, keine. Also oftmals stehen dann an der Kirche keine. Kann aber sein, dass die da trotzdem stehen. Am besten wäre jetzt so ein Jeep, dann können wir den nämlich genau eins zu eins tauschen.
Weil dann haben wir ein bisschen mehr Sprit, ne? Und 1% mehr Condition. Ja. Yeah. Aber steht nur ein Pickup. Dann nehmen wir natürlich auch noch den Sprit raus, wenn wir einmal hier sind. Oh, komm schon. Und gehen auch noch ganz kurz. Wir schieben mal hier die Sparkplugs raus. Ganz kurz gehen wir noch hier rein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier war, glaube ich, noch keiner. Da hing auch, glaube ich, gerade ein First Aid Kit, wenn ich richtig gesehen habe schon. Ach, noch eine Granate. Und Laminated Tactical Body Armor, das ist immer wichtig. Und vielleicht liegt hinten noch eine AK irgendwo, das wäre nice. Aber sieht relativ schlecht aus. Noch ein First Aid Kit, das ist auch nice. Nee, leider nicht. Leider nicht. Schade. So, dann müssen wir auch wieder los. Wir können ja hier nicht ewig bleiben, ne? Zack. Zack. Und dann düsen wir wieder los. Wo müssen wir denn ungefähr? Okay. Okay, okay. Gucken wir mal, was oben an der Baustelle so los ist, würde ich sagen. Vielleicht stehen da auch noch das ein oder andere Auto oder so. Hier oben nochmal gucken. Hier oben steht auch oft ein Auto. Nee, jetzt gerade nicht. War klar, glaube ich, wenn bei der Kirche eins steht und an der Straße, dann ist das relativ geringe Spawn-Wahrscheinlichkeit. Aber immerhin, ne? Kann natürlich sein. Dim, dim, dim. Hier bin ich, glaube ich, sogar schon ja, fast safe. Noch ein Stück nach Norden, aber das wird hier nicht mehr gefährlich von der Safe Zone her auf jeden Fall, da noch schnell hinzufahren. Das ist ja relativ entspannt auch. Kann die First Aid Kits mal zusammengehen, danke. Warum nutze ich eins? Ich wollte gar keins nutzen. Oh, ich wollte tanken. Oh, was mache ich, Freund? Oh, ich Idiot, ey. Oh Mann, ich denke so, hä, First Aid Kit, das passt irgendwie nicht. Oh Mann, sorry dafür. Brain AFK, ja? Eindeutig, anders kann man es nicht erklären. Was ist hier so los? Hallo? Hat gelacht, wenn jetzt einer geantwortet hätte. Aber war mehr oder weniger klar, dass das nicht passiert. Da ist auch nichts los. Fahren wir mal hier vorne hin. Und gucken wir mal, was da los ist. An der Baustelle ist öfter mal was los. Da muss man auch immer aufpassen. Und hier stehen oft ein paar Autos rum. Das ist halt auch nice. Pickup und so. Da rechts zum Beispiel steht schon einer. Da läuft auch einer. So, warten wir mal kurz, dass der rausgebackt ist. Und 3, 2, 1, zack, dankeschön. Den Sprit nehmen wir an uns. Da kommt der nächste. Wohin fährt er? Müssen wir mal kurz gucken. Der bleibt da oben stehen. Jetzt fährt er weg. Dann looten wir mal schnell weiter. Was hatte der so dabei? Nix. Ich habe alles, was ich brauche. Nice. Da kommt er wieder. Wohin fährt er, ist jetzt die Frage. Der überschlägt sich da unten erstmal ein bisschen. Kommt der jetzt wieder? Maskiert das nochmal?
Okay, wir müssen hier gleich weg. Da kommt noch einer. Fighten jetzt. Der eine fährt weg. Ich werde jetzt hier auch wegdüsen. Einfach weil es mir hier nichts mehr bringt. Weil hier nicht mehr die Safe Zone ist, Freunde. Die ist jetzt woanders. Ist hinter mir einer? Nein? Gut. Ah, jetzt drücke ich schon M. Oh Mann, Freunde. Oh Mann, oh Mann. Ja, was gibt's so Neues? Nix. Alles beim Alten. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinfahren. Oh Mann, ey. Oh, was war das bitte? Sideflip oder so. Keine Ahnung, was ich da für einen Trick gemacht habe mit dem Auto. Das war nice. Auf jeden Fall. Ich sehe mittlerweile, dass meine Videos teilweise auch in Kategorien gelistet werden, auf der Startseite oder so, wo ich mir nur denke, okay, nice. Da war mein Video zum Beispiel letztens irgendwo in so einer Playlist, Vehicle Damage, irgendwas sowas. Oder Vehicle heißt es da, glaube ich, oder? Vehicle. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ah, wir müssen west-südwestlich. Ich fahre nämlich jetzt zum Airdrop. Wenn wir da keine Steine im Schnitt durch die Rechnung machen. Oder der Baum. Aber das passt. Hier irgendwo kommt er, glaube ich, oder? Ich steig nochmal aus und guck. Noch ein Stück. Und vorne dann irgendwo. Ich dachte gerade, da unten im Schatten ist schon einer und wartet nur. Mein Auto wollte noch ein Stück wieder fahren. Alles gut. Ja, Dob kommt gleich. Ich dachte gerade, was ist das? 31, ne? Alles nice und gut. Ich pack schon mal eine AR weg. Okay, das war die falsche. Okay, die lade ich mal eben nach. Okay, das passt. Fahren wir lieber mal noch ein Stück zurück. Sicher ist sicher. Der Airdrop kommt doch ziemlich nah. Ja, ich bin auf jeden Fall safe. Ich bin G4, ich bin hier irgendwo. Okay, doch noch ein Stück weg. Weiter als gedacht. Nein, ich bin tot. Fuck, ey. Hab ich ihn nicht getroffen? Das gibt's nicht. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen, haut rein, ciao!